Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Schneeberg Andreas, ich studiere ITI Infrastrukturmanagement an der FH Eisenstadt und es freut mich insbesondere, Ihnen meine erste Bachelorarbeit im Rahmen der Linux-Wochen präsentieren zu dürfen. Ich habe das Thema Kinderschutz für mobile Endgeräte gewählt und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und möchte Ihnen das in einem kurzen Vortrag präsentieren. Zum Inhalt werde ich einleitend über die Problemstellung und den Problemhintergrund sprechen, danach über die zentralen Fragestellungen anführen, über die negativen Auswirkungen referieren, denen die Kinder ausgesetzt sind, wenn sie über mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets auf das Internet zugreifen und schließlich auch die Maßnahmen zeigen, die Möglichkeiten zum Kinderschutz, die technischen Möglichkeiten. Während des Vortrages werde ich auf Auswertungen und Ergebnisse im Detail eingehen. Eröffnend möchte ich ein kurzes Video zeigen, das Ihnen den Bezug zum Thema näher bringt, das Ihnen ein Gefühl gibt, worum es hier dabei geht. Hermanns. Ist der Sohn da? Ja, der ist oben in seinem Zimmer. Kommt doch rein. Hi, ist Klausi da? Ja, der ist oben. Dann gehen wir schon mal hoch, ein paar neue Stellungen ausprobieren. Ja, schön. Cooler Location. Wo ist Klaus? Hier lang. Hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Im wirklichen Leben würden sie ihre Kinder schützen. Dann machen sie es doch auch im Internet. www.clicksafe.de. Okay, also was hier belustigend dargestellt wird, wie die Szenen gezeigt werden, hat natürlich einen tieferen Hintergrund. Es geht hierbei um unsere Kinder, um die sogenannten Digital Natives, um unsere heranwachsende Generation. Und das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema auch, weil die Geräte, Tablets und Smartphones liegen zu Hause im Wohnzimmer bereit. Die Kinder werden permanent in jungen Jahren schon damit konfrontiert. Und jetzt ist man als Elternteil gleich gefordert, bestimmte Regeln mit den Kindern gemeinsam zu vereinbaren und eben den Kindern Aufklärung zu bieten. Es geht darum, dass man sie einerseits nicht überfordert, andererseits genau weiß, weil sie eben früher oder später mit den Geräten und den digitalen Medien in Kontakt kommen werden. Und da gilt es dann, herauszufinden, wie es zum Beispiel technisch, welche Möglichkeiten es gibt, die Kinder zu schützen. Da komme ich zu den Fragen, die ich innerhalb dieser Arbeit beantwortet habe. Also grundsätzlich, welche Gefahren sind die Kinder ausgesetzt, und die eben via mobilen Endgeräten auf das Internet zugreifen? Wie kann man sie schützen? Und als drittes, inwieweit Eltern und Erziehungsberechtigte über diese Gefahren überhaupt informiert sind und ob sie schon Möglichkeiten gefunden haben, die Kinder vor Missbrauch zu schützen. Ja. Ich habe die ersten beiden Fragen mit Literaturrecherche beantwortet. Letztere wurde mit leitfadengestützten Anwenderinterviews dazu wurden vorgenommen und es wurden praktisch Eltern
Leute befragt, die selbst Eltern sind, beziehungsweise die einen weiteren Umgang, einen pädagogischen Hintergrund wie lehrende Personen an einer Grundschule oder Kindergarten. Generell, Kinderschutz wird definiert durch Sperren und Filter. Vor was soll geschützt werden? Vor Schadprogrammen. Das kennen wir, alles was am Heim-PC passieren kann, in Form von Viren, in Form von Trojanern, ist natürlich auch am Handy möglich. Wenn man Apps und Spiele installiert, sollte man gleich mal vorweg schauen, ist das App, braucht man das überhaupt? Man soll sich vorher Informationen holen, schon vorab klären, auf welche Funktionen das App Zugriff haben soll. Zum Beispiel braucht ein Routenplaner Zugriff auf ein GPS-Modul, Kochrezept-App eher weniger. Werbebanner und Aberverträge sind uns ein Begriff, die kommen vor bei kostenlosen Spielen. Die müssen auch vorkommen, die finanzieren diese Entwicklung. Nur leider beinhalten sie auch Kostenfallen und diese entstandenen Aberverträge, womöglichen, die sind halt dann in weiterer Folge schwer zu kündigen oder man hat eben Abbuchungen erst in späterer Folge über Kreditkarte oder über die Handyrechnung. In-App-Käufe ist auch in den letzten Jahren ein großes Thema. Dabei geht es darum, dass man innerhalb eines Spieles gegen Bezahlung neue Charaktere erwerben kann oder Labels freischalten kann. Es geht darum, elektronisches Geld gegen Bargeld zu erwerben. Und da hat sich in letzter Zeit schon viel getan. In den Apps wird auch schon Informationen, Hinweise gegeben. Ja, In-App-Filter sind da dabei. In-App-Käufe sind da dabei. Aber für die Kinder ist ein Hinweis, die klicken den weg, die haben keinen Bezug zu dem Thema. Chaträume, wie anfangs gezeigt im Eröffnungsvideo, sind ein Problem. Die Kinder wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Und natürlich mit WhatsApp kann auch schon ein Chatraum eingerichtet werden. Das passiert auch in den Grundschulen schon. Online-Games sind zeitraubend, kennen wir alle, die Ego-Shooter. Und die beinhalten brutalen Inhalt und da muss man auf die Altersbeschränkung sehr wohl Acht geben. Videoplattformen wie YouTube haben auch Material in pornografische Form oder zum Beispiel auch Rechtsextremismus und da muss man natürlich auch, da gibt es schon etliche Vorkehrungen für die Einschränkungen, aber es ist natürlich noch nicht so, wie man sich das wünscht. Zu den Interviews, ich habe natürlich nicht alles angeführt, aber ein paar wichtige Sachen, die Anschaffungsgründe für die Kleinen, also für die Handy, für die Kleinen, war eben als erstes der Kinderwunsch, jedes Kind möchte spielen, der Gruppenzwang der anderen Kinder, also mein Freund hat ein Handy, ich mag auch eins. Die Schule auch, da über Lernplattformen schon Angaben zu Hausaufgaben bereitgestellt werden und die Sicherheit, weil in Richtung Erreichbarkeit, wenn das Kind jetzt den Schulbus versäumt hat, dass das Kind die Möglichkeit hat, die Eltern zu kontaktieren. Die größte Sorge der Tätigkeiten für die Kinder war eben, dass sie auf Horrorszenarien stoßen, das war eben, dass sie davon träumen, nicht schlafen können, dass sie Schadprogramme herunterladen oder in Kostenfallen tappen. Die schlechten Erfahrungen waren eben, dass Schimpfwörter in zum Teil synchronisierten Zeichentricksendungen vorgekommen sind, dass in den Folgevideos oder in der Pop-Up-Werbung ungeeignete Inhalte vorkamen und dass eben tatsächlich hohe Kosten entstanden sind. Die Forderungen der Eltern richten sich in Richtung Weiterentwicklung des momentan schon verfügbaren Kindertablets. Das Problem ist, dass die Eltern tatsächlich überfordert sind. Man nimmt gerne Informationen an und ist auf Hilfestellungen und Ratgeber angewiesen.
SaferInternet.at, eine Initiative der EU, macht diesbezüglich schon sehr viel. Die machen wirklich Aufklärung schon an Schulen, aber das ist auch noch nicht so ausgereift, was mir berichtet wurde. Es gehört da wirklich, das muss in Form von Vorträgen oder sogar Lehrveranstaltungen den Kindern näher gebracht werden. Zur Software selbst gilt es, einheitliche Richtlinien in Zukunft zu machen und eine Transparenz schaffen, damit man zum Beispiel Kindersicherheit per Knopfdruck aktivieren kann. Es ist heutzutage noch nicht, leider noch nicht so. Es gibt Sicherheitseinschränkungen und Zeit, zum Thema Sicherheitseinschränkungen und Zeiteinschränkungen. Das ist eben, man muss das den Kindern schon vorleben. Schon zu Hause im Heimnetzwerk gilt es, entsprechend die Online-Zeiten zu regulieren, eben dass das Kind nicht die Möglichkeit hat, permanent im Internet zu sein. Es ist auch von Vorteil, das WLAN entsprechend abzusichern und sichere Passwörter zu verwenden. Die Möglichkeiten zur Filterung generell, ich will es jetzt nur anführen, gibt es eben die Filterung nach Schlagwörtern oder nach Blacklist- und Whitelist-Filterung. Da ist einfach so, alle Seiten, die angezeigt werden, die nicht angezeigt werden dürfen, kommen in die Blacklist. Alle Seiten, die für Kinder zugänglich sind, sollen in die Whitelist kommen. Und das ist auch individuell bei verschiedenen Apps selbst konfigurierbar und einstellbar. Das Problem ist aber, dass wir an herstellerspezifische Einstellungen gebunden sind. Ich habe jetzt Windows Phone außen vor gelassen, ich habe hier iOS und Android aufgeführt und da gibt es eben Unterschiede. Das kennen wir alle, beim Apple-Betriebssystem haben wir hier rechts schon die Möglichkeiten, In-App-Käufe direkt im Betriebssystem zu sperren, auch generell andere Funktionen einfach wegzuschalten. Aktiviert man den Jugendschutz, kann nach dem FSK-Modell Einschränkungen gegeben werden, vielmehr ab 12 Jahren, ab 16 Jahren, ab 18 Jahren, wie wir das auch aus der Videothek kennen. Das Gleiche gilt auch für Apps. Alle anderen, die nicht dem Alter entsprechen, werden auch einfach gar nicht angezeigt und sind nicht zum Download verfügbar. Das Ganze gilt auch für Musik. Hier kann ich anstößige Musik komplett ausgrenzen. Beim Google Play Store sieht das Ganze anders aus. Da hat man schwammigere Richtlinien. Es gibt hier Stufe 3, Stufe 2 für Mittel, Stufe 1 für Hoch. Da muss man dann genau schauen, was da wirklich gesperrt und freigegeben wird. Grundsätzlich jetzt, wie kann man Schutzmechanismen durch Apps erzielen? Es gibt hier die vier Kategorien. Monitoring-Apps, Kinderlauncher, Kindersuchmaschinen und filternde Browser. Bei Monitoring-Apps, das ist eine Erziehungssache, da muss man schauen, wie weit man wirklich seine Kinder total überwachen möchte. Es ist aber wirklich gut, wenn man zum Beispiel stichprobenartig feststellen will, wo ist mein Kind jetzt im Internet unterwegs, welche Seiten wurden aufgerufen. Der Kinderlauncher ist eine super Sache für Android-Geräte. Hier habe ich den Kids Place angeführt. Da kann man, ich kann es jetzt auch am Handy zeigen, da kann man die Benutzeroberfläche des Handys sperren und hat praktisch nur die Anwendungen verfügbar, die das Kind auch ausführen darf. Das heißt, da ist ein Spiel drauf und sonst kann das Kind mit dem Handy nichts anstellen. Das heißt, ich öffne das, der startet sofort oder auch nicht. Und ich habe eben hier nur die Anwendungen, die das Kind ausführen darf. Wenn jetzt der Home-Button gewählt wird, kommt gleich, diese Aktion ist nicht erlaubt. Das heißt, das ist für das Kind nicht möglich, andere Sachen zu installieren oder zu deinstallieren oder was auch immer. Ja genau, also wenn man raus will, kann man
wieder in den, wird ein Passwort verlangt. Das muss man natürlich vorher angeben. Das ist auch so. Und dann kommt man wieder in den normalen Modus zurück. Bei den angesprochenen Kindertablets ist genau umgekehrt. Da wird der Elternmodus dann mit Passwort. Also muss man in den Elternmodus dann wieder gehen. Und darüber hinaus gibt es eben auch noch Kindersuchmaschinen. Meine Startseite.de, FragFinn, ist zum Beispiel von Pädagogen entwickelt. Die stellen sicher, dass wirklich nur kindgerechte Seiten gefunden werden. Das kann man natürlich auch schön verknüpfen. Man kann die Suchmaschinen dann per Kinderlauncher freigeben. Filternde Browser, das ist die Alternative zu den Standardbrowsern wie Safari oder Google Chrome. Oder eben auch Firefox, wie man halt will. Da gibt es en masse im Internet. Ich habe hier den WebRanger, den Chico-Browser von Saalfeld, NetNanny oder den K9 WebProtection-Browser angeführt. Da gibt es natürlich, ich habe der Vollständigkeit halber die Unterschiede hier nochmal aufgeführt. Es gibt eben Unterschiede in puncto Funktion und in Filterleistung. Also gewisse einige Software ist remote administrierbar und erweiterbar, Blacklist-Filter einstellbar. Grundsätzlich ist es so, man muss den Filter selbst installieren, sich selbst mal spielen, sich in das Kind hineinversetzen, probieren, was jetzt Seiten aufzurufen und zu schauen, ja, ist er für mich akzeptabel und macht er das, was ich auch möchte. Ja, grundsätzlich gilt es, mit den Kindern das Gespräch zu suchen, ihnen Rede und Antwort zu stellen, das Gespräch auch pflegen und ihnen beiseite stehen. Und wenn das erfüllt ist, dann ist auch Kinderschutz gewährleistet. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es noch Fragen gibt, stehe ich anschließend gerne bereit.